bis kurz vor Ladenschluss. Shoppinggetümmel in deutschen Einkaufsmeilen. Und auch frisiert wird bis spät in die Nacht. Doch spätestens um 0 Uhr ist dann für alle Sperrstunde. Der Lockdown beginnt. Er könnte länger dauern als geplant. Nordrhein-Westfalen und Bayern schwören die Bürger aufs Durchhalten ein. Wir müssen die Notbremse ziehen. Wenn wir jetzt nicht konsequent runterfahren, sind die Schäden enorm groß. Corona ist die Katastrophe unserer Zeit und wir müssen endlich aufwachen. Konkret geschlossen werden neben Friseuren außerdem Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios, Weihnachtsmärkte und Baumärkte. Hier dürfen nur noch Handwerker rein. Geöffnet bleiben neben Lebensmittelläden, Wochenmärkte, Getränkeshops, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Drogerien, Optiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken, Poststellen, Reinigungen, Waschsalons, Zeitungskioske, Tierbedarf- und Futtermittelmärkte, Weihnachtsbaumverkauf, Physiotherapieangebote und Fußpflege. Über den Shoppingansturm vor dem Lockdown zeigt sich SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach besorgt. Die Infektionszahlen könnten dadurch weiter steigen. Ich hätte mich gefreut, wenn wir schon am Montag die Geschäfte dicht gemacht hätten. Geholfen hat das auf keinen Fall. Und wir müssen vorsichtig sein. Also die Disziplin für den Shutdown ist nicht so groß. Für viele Schüler war gestern der letzte Tag in der Schule in diesem Jahr. Auf jeden Fall gibt es keine Pflicht mehr, anwesend zu sein. Teilweise wird auf Fernunterricht umgestellt. Auch Kitas sind in vielen Ländern ab heute dicht. Eine Notbetreuung ist aber möglich.